Meine Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt einen Mann, wie ihn die Tenniswelt noch nie gesehen hat. Ich werde es lustig haben. Ich werde sicher ein paar Tricks probieren. Er sicher auch. I'm really happy that he asked me to come along to help out. Was unendlich wichtig ist für so viele Kinder, die gerne eine gute Ausbildung haben wollen in ihrem Leben. Hier kommt Roger Federer. Yeah, hopefully everyone enjoys watching and we raise lots of money tonight. Sir Andy Murray. So, jetzt sind wir gerade auf dem Weg ans Limmat, dass wir so auf einem Floß gehen und Tennis spielen zusammen mit Andy Murray. Er ist jetzt gerade angekommen. Ich freue mich riesig, dass er dabei ist am Match von Afrika Nummer 3. Und etwas, was man vielleicht so in Zürich nie gemacht hat. Also ich freue mich. Mega viele Leute sind da gesehen und super Wetter. Was macht er? I mean, it was unbelievable views, great day, lots of people came to watch. Ja, jetzt sind wir gerade ein bisschen im Stress, jetzt haben wir gerade CNN gemacht, das französisch-schweizerische Fernsehen. Jetzt gehen wir zu den Sponsoren und dann nachher wir vorbereiten für den Match. Noch etwas essen, vielleicht schnell, und dann sind wir ready. Morgen haben wir Stiftungssitzung, dann geht es gleich weiter, dann können wir dann planen mit dem Geld, das wir heute Abend machen. Viele Leute begrüßt und Dankeschön gesagt, dass sie alle gekommen sind und den super oben unterstützen. Das machen wir mehr in kurzer Zeit und das folgt natürlich, weil das heisst, wir können ganz viel Geld generieren für die Stiftung. Jetzt spürst du natürlich auch langsam die Atmosphäre vom Stadion. Es ist voll. Ja, yeah, it's gonna be a nice, good atmosphere. Ich habe das Gefühl, der Andy ist gut drauf. Aber ich weiß nicht, vielleicht mit Heimvorteil. Vielleicht läuft es. Looking forward to it. I haven't played a match for a while, so. Jetzt muss ich mich ready machen. Sie warten schon. Ciao zusammen. Let's get the stars out. I would like you to welcome our legendary hosts. For me to be able to support that part of the world that means so much to me. I feel incredibly fortunate that I can stand here on this court. Stimmung. Ich habe das Gefühl, da oben ist perfekt abgelaufen, wunderbar gesehen. Ich konnte es wirklich geniessen und nicht nur mich aufs Tennis konzentrieren. Okay, Roger, this is my effort at playing your national instrument. I saw you trying the bagpipe, so this is me. Or the doodle sack, I think you call it. I'm not sure the exact name of this, but I'm going to give it a go.